Lade dir niemals diese App herunter. Die Talking Angela App kam 2012 auf den Markt und seither gibt es sehr viele Gerüchte rund um dieses Spiel. Eigentlich ist dies eine ganz süße App, denn Angela ist eine sprechende Katze, die vor einem Café sitzt. Und sie hat die Möglichkeit, mit ihren Nutzern zu interagieren. Also sprich, sie kann das wiederholen, was du ins Mikro sprichst. Sie stellt Fragen und kann auch Fragen beantworten. Wenn du deine Kamera anschaltest, kann sie sogar dein Gesicht sehen und reagiert auf deine Emotionen und Gesichtszüge. Außerdem kannst du per Nachricht sogar mit ihr chatten und sprechen. Das Gerücht, was sich aber seit Jahren um diese App hält, besagt, dass die Kinder und Nutzer gar nicht mit Angela sprechen, sondern mit sehr perversen Männern. Die Eltern beschwerten sich mit der Zeit immer mehr, dass die Kinder ganz komische Fragen beantworten mussten. Und zwar die Adresse, den vollen Namen, wo sie zur Schule gehen und was die Eltern so beruflich machen. Einfach sehr komische Sachen, daher ging eine Warnung viral, dass man die App lieber löschen sollte.